wunderschönen guten Morgen aus Nürnberg und herzlich willkommen zum zweiten Tag der Internationalen Olympiade der Automatisierungstechnik der SPS IPC Drives. Okay, dann gehen wir los. Es geht ins MX-Forum und dann gucken wir mal, wie das Ganze jetzt in der Software funktioniert. Ich habe den Systemdesigner mitgebracht. Bei dem kann man ein MX-System designen. Also es ist gänzlich einfach. Wir brauchen die Aktorsensorliste vom Kunden. Und wenn er die eingegeben hat, kann der Designer dann die Module ableiten und die Baseplate zusammenstellen. Und ja, man hat im Grunde keine Probleme mehr, das MX-System aufzusetzen. Genau. Jetzt nehmen wir ja seine Projektierung und du packst sie einfach ins TwinCAD und dann ist der Drops gelutscht. So einfach, wie es sich anhört, ist es auch. Also im Prinzip ist es wie in der gesamten Backoff-Welt. Ich kann ein Modul von der Baseplate, kann ich über einen Katalog mir in die Topologie holen, in den Konfigurator, mache Verknüpfung mit der PLC und habe mein Projekt. Smartphone-App stelle ich mir wie vor? Im Grunde wie jede andere App auch. Man kann sie öffnen, man drückt hier dann auf den Knopf, um das Bluetooth zu aktivieren, würde jetzt hier das entsprechende MX-System auswählen. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Das war Eingang 7, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, jetzt sind wir wirklich live. Also ich simuliere hier eine Funktion im I/O-Modul. Die Baseplate erkennt das, geht über Bluetooth in deine App und ich hier gehe den Statuswechsel auf der App. Genau. Und da kann ich auch alle Diagnosedaten mir angucken? Alles, was wir für die Diagnose freigeben, das ist prinzipiell, können wir alles freigeben, was die Maschine auch kennt. Bis dahin möchte ich mich aber mit Michael noch mal ein bisschen darüber unterhalten, wie denn das TwinCAD Vision so am Markt angenommen wird. Also wie wir jetzt hier sehen, sind es zum Beispiel Anwendungsfälle wie eine Bahnkantenregelung oder eben das Code-Reading synchronisiert auf eine Motorposition. Da können wir eigentlich unsere vollen Vorteile ausspielen, die das TwinCAD-System mit sich bringt. Das heißt, wir haben einmal die tiefe Integration ins Engineering, das heißt direkte Konfiguration der Kamera, direkte Programmierung in der gleichen Umgebung. Man braucht keine externen Systeme, keine Schnittstellen und hier ganz besonders die Integration in die Echtzeit mit der Zeitsynchronität und der genauen Triggerung auf die entsprechenden Achspositionen. Motoren ist eigentlich kalter Kaffee, ne? Kennen alle, gibt es überall. Trotzdem haben wir vor ein paar Jahren entschieden, wir machen die Motoren selbst. Jetzt haben wir aber natürlich auch uns herausgefordert und wollen nicht einfach nur den Motor in Deutschland bauen. Ich habe so ein paar Stichworte von dir mitgekriegt. Das eine ist Leistungsdichte, das kann ich nachvollziehen. Es muss mehr Leistung aus dem gleichen Motor kommen. Also was sind da die Geheimnisse, dass wir einen Motor haben in einer höheren Leistungsdichte, der also im Grunde auch noch ein bisschen effektiver und besser ist? Leistungsdichte ist ganz klar, wir wollen ein hohes Drehmoment auf möglichst kurzen Bauraum haben. Das konnten wir erreichen, weil wir einen extrem hohen Kupferfüllfaktor in unseren Statoren haben. Aber wir haben natürlich noch andere Features da eingebaut. Wir haben ein modulares System gebaut bei unseren Motoren. Das ist sehr ausgeklügeltes Baukastensystem aus A-Flansch-Gehäuse und B-Flansch. Damit können wir alles machen, was der Kunde möchte, mit mechanischen Adaptionen, elektrischen Adaptionen, Connectivity zum Beispiel, was der Kunde einfach benötigt. Und das ist im Grunde ein weiteres Messe-Highlight, was wir haben. Und das ist die Erweiterung unseres XCS um NCT. Verzeihen Sie mir die ganzen Abkürzungen. NCT heißt jetzt nicht One Cable, sondern N ist No Cable. Es ist im Endeffekt so, dass ja der XCS Mover vorher komplett passiv war. Das heißt, wir konnten zwischen verschiedenen Prozessstationen hin und her fahren, können wir heute auch noch. Mhm. Heute ist es jetzt aber noch erweitert worden, sodass wir eigentlich aktiv einen Prozess auf den Mover bringen können. Das kann eine Standard-Aktorik sein, das kann ein Sensor sein, wo man guckt, ob sein Werkstück einfach vorhanden ist. Und das Gute daran ist, man kann einfach noch mal ein bisschen neu denken und versuchen, seinen Prozess effizienter zu machen. Aber vielleicht, wir haben uns ja nicht umsonst hier hingestellt, hast du schon noch so einen kleinen Produktbereich, den du noch mal so ein bisschen hervorheben möchtest, weil der einfach für jeden und jede im Moment relevant ist? Ja, also gibt natürlich unglaublich viele Dinge, man jetzt zeigen könnte, aber ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, den man so aus dem Privatbereich eben auch kennt, ist Energiesparen. Auf der einen Seite könnte man die Effizienz der Maschine erhöhen, da reden wir schon seit Jahren darüber. Die andere Alternative, die ich dabei sehe, ist, um Energie zu sparen, der Schlüssel ist erstmal das Messen der Energie. Ich möchte eigentlich hier mal auf eine Klemme oder ein Produkt hinweisen, das ist die EL3443. Und nach unserem Wording ist das also eine Analog-Eingangsklemme, eine dreikanalige Klemme. An der letzten Stelle sieht man immer die Anzahl der Kanäle, die letztendlich nichts anderes macht als Strom und Spannung messen. Wichtigste ist, glaube ich, erstmal, dass wir lieferfähig sind. Der Weltmarkt ist in Aufruhr, es ist ziemlich abenteuerlich, gerade wenn es um den Halbleiterbereich geht. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, was wir als Firma alles tun, damit wir überhaupt noch PCs, Busklemmen, Antriebstechnik
aus der Tür bekommen? Erstmal ist es ganz wichtig zu wissen, wir haben intern alle die Ressourcen, die wir brauchen, um den Auftragseingang, den wir hätten, produzieren zu können. Wir haben auch unser Lager maximal ausgebaut. 6 Monate Rohteile auf Lager haben war eigentlich immer unsere Firmenphilosophie, auch das Geld dafür in die Hand zu nehmen. Und für 97% unserer Produkte stimmt das auch. Ich denke, durch unsere wirklich sehr freiheitliebende, liberale Art, wie wir in der Firma miteinander arbeiten, flache Hierarchien, sind wir unglaublich flexibel. Wir sind schnell, wir sind agil und das hilft uns. Wir können von heute auf morgen entscheiden, ja, Redesign, ja, wir nehmen das Geld in die Hand. Und dann ist natürlich ein zweiter großer Vorteil, als Familie oder als privat geführtes Unternehmen bist du immer an der langfristigen Sicht interessiert. Aber wir wissen ganz klar, das Geld, was wir heute investieren, das muss sich nicht morgen auszahlen, das kann sich auch in Jahren von jetzt auszahlen. Und morgen gibt es nämlich 2 neue CX'e. Morgen gibt es aber auch Vision Hardware, das ist richtig cool, das ist wieder eine Innovation. Ja. Wir gehen nochmal ins MX-System, also haben wir einen guten Tag. Ciao zusammen. Danke, ciao.